Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Hab wieder etwas an der Lautstärke rumgeschraubt. Jetzt müsste es passen. Müsste es. Reisen nach Untotensiedlung. Jetzt darf ich mich hier wieder durchkämpfen. Ich werde den Weg nochmal gehen müssen. Übrigens. Backstep. Und weiterer Backstep. Ist ja nicht so, als ob die Gegner nicht schwer sein würden. Nein, die sind eigentlich ziemlich einfach. Außer man... failed. Habe ich dabei innen was kaputt gemacht? Durch die Wand geschlagen. So, ein bisschen daneben geworfen. Ich habe nur einmal gedrückt. Wieso schlägst du nochmal nach? Das ist manchmal so, dass man einfach so nachschlägt, obwohl man es eigentlich gar nicht will. Und sterben. Backstep. Genau in die Position, wo man backstabben kann, hingelandet. Was war das denn? Brandbombe, danke. Au. Und Backstep. Heilung. Der wollte ihn backstabben, hat es aber nicht richtig geschafft, hat aber trotzdem getroffen. Kleine Tinnitus-Scherbe. Oh, danke. Kann ich gebrauchen. Die Estus-Flakons werde ich mir ein bisschen aufsparen. Bisschen. Hallo ihr beiden, kommt her. Synchron sterben wieder. Au. Hey. Das lässt du wohl sein.
Na toll, er hat einen Gegenstand verloren. Ich will wissen, was. Es könnte ja wieder eine Titanitscherbe sein. Titanitscherben kann ich immer gebrauchen. Ne, Sklavenaxt. So, jetzt zu dem hier. Diesmal werde ich ihn bekämpfen. Den kann man nicht backstabben. Großmachete. Kann ich doch nicht nutzen. Und die macht eigentlich schon mehr Schaden als die. In aufgerüstet. Hier ist ein Ring. Dran. Ich muss aufpassen. Hab man noch gekriegt. Den Flammenplattenring. Oder wie heißt der so? Jipp, der heißt so. Nein, Flammensteinring. Flammensteinplattenring heißt der. Wer ist denn da jetzt gestorben? Einfach umkreisen und schon ist man in seinem Rücken. Schade, du hast die Waffe nicht gedroppt. Der hat nämlich auch eine interessante Waffe. Die Flamberge. So, ich werde hier oben erstmal nicht weitergehen. Ich gehe da runter. Los, weg hier. Brandbombe, danke. Ab. Wer braucht Abfall? Ich nicht. Erstmal ein bisschen rasten, alles wieder auffüllen lassen. Zurzeit bin ich ja immer noch entfacht. Kann jederzeit. Wie komme ich nochmal an dich ran? Boah, ist zwar ein bisschen teuer gewesen. Eine Brandbombe, aber ja. Ich hab's runter. Ja, du wirfst nichts auf mich. Nein. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Yeah. Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine.
Handaxt, okay. Jetzt hier runter, jetzt wirft ja keiner mehr mit Brandbomben. Oh, hi. Du, dich gab's ja auch noch. Nichts hinterlassen, gut. So, jetzt hole ich mir das dann noch. Feuerklauenring. Verstärkt die Feuerattacken, aber man kriegt mehr Schaden. Das ist ein Nachteil. Die Partisane, okay. Hier um die Ecke ist noch was. Heilung. Puh, ich wusste, dass es den gab, aber der hat sich ja ganz gut angestellt. Komm her. Hör auf. Na. Musst du zaubern? Ja, genau nochmal. Noch ein drittes Mal. Backstep. Nein, das tust du nicht. Und da ist doch ein Hund. Eine Glut? Hey, was stehst du da noch oben? Komm her. Was hat das jetzt eben geleckt? Ich habe das gemerkt. Es kann übrigens passieren, dass die Leute, die hier auch rüberlaufen, unten auf einmal sind. Wie zum Beispiel der da unten. Der gehört ja eigentlich hier oben hin. Blöder Hund. Komm her. Komm her. Ich hätte so meine Reihenfolge, wie ich diese Gegend mache. Wie eine Glut. Natürlich kommen die sofort. Zumindest muss ich mich jetzt nicht mit Zweien auf einmal rumplagen. Abfall. Natürlich muss der Abfall droppen. Ach ja, und da ist ja Nummer 3. Hi. Der steht da eigentlich für eine Falle. Und der droppt mal wieder Abfall. Wieso droppen so viele Gegner eigentlich etwas? Das bin ich nicht gewohnt, dass sie so viel droppen. Besser gesagt, so viel fallen lassen. Hey, du lebst noch.
So. Weiter geht es. Hier lang. Wer bist du denn? Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Deine Waffe will ich haben. Werde ich auch später bekommen. Ah, und jetzt kommt eine Person, die ich mag. Ich mag die Person. Okay, der Fahrstuhl geht nach oben. Hallo, Mr. Zwiebelritter. Du bist nicht Siegmeier, oder? Hör sie aber ungefähr gleich an. Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegwert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. In welcher denn? Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Bis jetzt noch nicht. Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Ich mag seine Stimme. This lift only goes down. But you know... With a little warming up, eventually... No. No. I've got to use my head and think. Ich will jetzt erstmal rauf. Und mit diesem Riesen reden. Ja, das ist ein Riese, diese Pfeile, die er angesprochen hat. Moment, was hat er nochmal geredet? Hat er den Riesen erwähnt? Ich glaube ja. Namenlosen Soldaten, okay. Haben wir ein paar Seelen im Gepäck. Hi. Who are you? I help anytime. Danke. So, das wäre erledigt. Ich muss später hier nochmal hin, um einen Ring zu holen. Hi. Ah. Oh. Don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of Eigentlich this inscrutable ich. Lift. Eigentlich habe ich das gemacht. Das Rätsel gelöst. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but
That thing makes my skin crawl. Now, now, think twice before you go down that road. Jetzt ist es sozusagen das Gegenteil von Dark Souls 1. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. Ich trinke nicht, ich mache es. Na, was machst du da hinten? Komm her! No! You should have waited! Well, it's too late now. I, Siegward of the Knights of Katarina, fight by your side! So. Oh, was macht er? Der war ein. Das ging ja. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But, for the moment, we've a toast to make. To your valor, my sword, and our victory together. Long may the sun shine! Die Siegbräu werde ich auf jeden Fall ein bisschen aufsparen. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing hier? To do, really, after a nice toast. Du willst hier wirklich schlafen? Das ist mal ein Schnarchen. Okay, der okay, das muss man abbrechen anscheinend. Ich dachte, das würde von einem automatisch aufhören, aber nein. Der würde unendlich lang schnarchen. Großkeule. Kann ich auch noch nicht nutzen. Außer mit zwei Händen vielleicht. Dann macht sie wie viel Schaden? Na, weniger als mein Schwert. Wo ist das denn jetzt? Da. Ich hab 11.000 Seelen. Hier ist rauf. Die Teile da oben sind lebendig. Ich erschrecke mich immer, wenn das passiert. Au! Jetzt hier lang. Hund. Hm.
blöde Hunde. So. Und da sind jetzt noch mehr von denen. So. Nummer 2 ist weg. Nummer 3 ist weg. Und Nummer 4 ist weg. Das nehme ich erstmal raus, da ich keine mehr habe davon. Wow, 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 wow. Wow. Ja, sie machen damit Blutung, wenn sie treffen. Mit der Nashose, ist die besser als meine normale Hose? Eigentlich nicht. Ja, jetzt kommt sie mit das an. Und Backstep. Na, was hinterlässt er? Oder hinterlässt er überhaupt was? Nein. Tut er nicht. Hier oben liegt ein Ring. Der Flünzring. Den ich nicht brauche. Wo war hier nochmal der Eingang? Auf der anderen Seite anscheinend. Aber hier sind nochmal zwei Heimatknochen. Oh. Jetzt hier runter. Weste, diese Mira-Sachen. Der Chlorantiering, der ist wichtig. Ist aber noch zu schwer für mich. No. Die ist auf jeden Fall schlechter. So, wieder hier runter. Hier sind ja alle Gegner schon weg. Und es hat wieder geleckt. Mal wieder. Wo hängst du denn rum, Hund? Er ist ja einfach daneben gesprungen. Zestus, yay, auf den habe ich auch gewartet. So, hallo, Megaratte.
Der Blutbissring. Immer nett, das zu haben. Da oben ist ein... Wie heißen die Typ-Teile? So. Ich warte drauf. Ich weiß, was hier kommt. Na, komm her. Komm her, tauch auf. Ich weiß, dass du kommst. Damit meine ich eine Invasion. Und ich weiß, dass sie kommt. Na, wo bleibst du? Ah, da. Da ist ja der Tempelritter Hodrin. Komm her. Komm. Der Typ ist nicht einfach. Man sollte aufpassen, dass er einen nicht pariert. Was machst du da? Du sollst kommen. Komm her! Was tust du? Der Weg ist da nicht! Komm her! Na endlich! Es kriegt ja Schaden die ganze Zeit. Das meinte ich. Au. Ja. Heilung. Er tut es schon wieder. Der Typ ist nicht einfach. Wie gesagt. Das war's mit dir, Hodrik. Bande der Wirbelsäule. Das ist noch die einfache Version von dem. Das war noch die einfache. Es gibt noch eine schwere. Und da ist man instant tot, wenn der einen pariert. Ooh, yet to give in, eh? Good. The firekeeper must be twitching with delight. But what do you really know about these Lords of Cinder? These supposed legends? Let's take Aldrich, for one. A right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many...
like a drowned pig, then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep, and they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding chance? Der ist aber pessimistisch. At the foot of Lothric Castle, an old path still runs below the tower in the undead settlement. It was used to transport sacrifices to the Cathedral of the Deep. You should see where it leads. If you've the stones for it. Okay. Wie viele Titanitscherben habe ich? 3. Och, und er ist jetzt in dieser Pose. Heavens. Und ich muss ja eigentlich mal dringend irgendwie mal drauf gehen. Oh, I would do. Be safe. Ja, damit ich bei dem da überhaupt irgendwie noch ein paar Level kriege. Weil 4 Stück muss ich nur kriegen. Und dafür muss ich auf jeden Fall noch ein paar Mal drauf gehen. Irgendwie. Auch selbst wenn ich mich dann selbst töten muss. Wo wollte ich nochmal hin? Ach, da oben hin. At the foot of it was if. Und der Typ ist auch noch nicht da. Weißt du, heißt, ich werde ein bisschen leveln. Oder? Wie viel kann ich aufbringen? Oh. 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 Ich hole mir jetzt den Schlüssel. Ashen One. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.